Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Gerade noch an der Tankstelle und weiter geht's. Hier wird fleißig ein Durchbruch geschaffen, nämlich von dem unterirdischen Ver- und Entsorgungsgebäude Richtung Wohnatsbau. Denn es gibt ja dann keinen Keller mehr. Was bisher Keller war, ist dann Restaurantbereich bzw. Kioskbereich. Und deswegen wird hier draußen ein Gebäude geschaffen für Lager. Und offensichtlich wird das hier der Zugang zum Wohnatsbau. Und links oben im Bild die Pumpe für die Betonage heute der Deckenplatte für den Restaurantbereich zwischen Wohnatsbau und Bahnsteighalle. Auf Google Fotos habe ich ja schon mal einige Bilder ist mir jemand aufs Bild gelaufen. Das wollte ich ein bisschen ablocken. Da habe ich schon mal einige Bilder geschickt, nämlich hier kann man diesen fertigen Tunnel von außen sehen. An der Kante erkennt man das. Und die Seitenwand hier muss an der Stelle nicht so stark sein. Also da kann man deutlich erkennen. Und hier an der Verstärkung, das wird dieser Zugang. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.